It says all things are passed away. Er sagt, das Alte ist verwischt worden. Behold. Und siehe. All things. Alles. Are become new. Ist neu geworden. Behold. Siehe. This word behold. Dieses Wort siehe. Has to do with your be. You hold. Also du hältst fest. That which you are. Du hältst fest, wer du bist. Weil be, hold auf Englisch ist sowas wie sein, halte fest. Sein und halten. Halte fest, wer du bist. So what God shows you, und das, was Gott dir zeigt, which is in Christ, was in Christus ist, hold it. Halte es fest. That is a secret. Und das ist das Geheimnis. So it begins with a beholding. Es fängt an mit festhalten. So when you behold, und wenn du das festhältst, you keep beholding. Dann haltest du es weiterhin fest. So every thought of God, alle Gedanken Gottes, which is in Christ, die sich in Christus befinden, carries an information, trägt mit sich eine Information. And in this information, und in dieser Byte, in dieser Information, God is speaking to us, Gott spricht zu uns, that what we desire, und er sagt uns, das, wonach du dich sehnst, has already happened, hat es schon stattgefunden. It is finished. Es ist vollendet. So it is the thoughts of God. Also es ist der Gedanke Gottes. It's not empty. Es ist kein leerer Gedanke. So that is why you can see from God's word. Und deshalb kannst du schon aus Gottes Wort etwas sehen. An event concerning your life. Du kannst auch sogar Events sehen, was dein Leben angeht. That which has already happened. Das ist schon geschehen. And so when you see that, und wenn du das siehst, you cannot see what is outside. Du kannst nicht etwas sehen, was äußerlich von dir ist. You can't have two vision. Du kannst nicht zwei verschiedene Visionen haben. Either you let what you see with the eyes of your heart. Entweder du siehst du nicht oder du vertraust nicht das, was du siehst mit den Augen deines Herzens. Oder you hold on to what you see with your physical eyes. Oder du betrachtest auch nicht das, oder du betrachtest das, was du sichtbar siehst. God has given to us everything. Gott hat uns alles gegeben. God has already predetermined what we will become. Und Gott hat schon vorher bestimmt, was wir sein werden. God has already brought us to that place of glory. Und Gott hat uns schon zu der Stelle der Herrlichkeit gebracht. He wants us to see. Was möchte er, dass wir sehen? So when we see those things, und wenn wir das sehen, then we have the ability within us to bring that which we'll see into manifestation. Wenn wir das sehen, wenn wir das festhalten, ohne zu viel zu machen, in uns ist schon die Möglichkeit von Gott gegeben, das auch zur Manifestation zu bringen. Amen. Hallelujah. Glory be to God. Amen. This is to the degree that God has blessed you and me. Und das ist der Grad, wie Gott dich und mich gesegnet hat. Christ, Christus, is the place of grace. Es ist die Stelle der Gnade. God has brought us into grace. Es ist der Ort der Gnade und Gott hat uns zu diesem Ort gebracht. To the place of finished work. Also zu dieser Stelle, wo alles vollendet ist. Everything is finished. Alles ist vollendet. God is not speaking in the past. Also Gott spricht nicht in der Vergangenheit. His voice is addressed to us now. Seine Stimme ist an uns jetzt adressiert. And so anyone who accepts his voice, und wer auch immer seine Stimme annimmt, and walk by his voice, und durch diese Stimme wandelt, will see the manifestation of that which he says. Er wird dann die Manifestation sehen dessen, was Gott gesagt hat. Glory be to God. Halleluja. Thank you, Lord Jesus.